Willkommen zusammen zu dieser ersten kleinen Vorstellung von den Preview-Bildern für die Baureihe 612, die für die Strecke Dresden-Chemnitz erscheinen wird. Ein Datum gibt es noch nicht. Die Bilder hier sind alle Work in Progress. Und wir gucken uns die einfach mal an. Und es gibt noch so ein paar zusätzliche Informationen dazu, aber da gleich mehr. Hoch. So. Also, was haben wir hier? Wir haben hier den Franken-Sachsen-Express, Baureihe 612 in diesem DB Regio-Design. Es ist also kein Intercity-Design, gab es ja auch, ne? Die 612 in dem Design scheint wohl nicht zu kommen, aber ist ja relativ einfach im Livery-Designer zu erstellen. Ja, der erste Zug mit Neigetechnik im Transimworld 2 und die erste deutsche. Der erste deutsche Dieseltriebwagen, der hier ebenfalls mit erscheinen wird. Auch schön detailliert alles. Hier haben wir, gut, das scheint wohl ein Testfahrzeug zu sein, 612-000-0. Hier auch ohne weitere UIC-Kennungen und so. Das ist aber nicht schlimm. Also das wird ja definitiv noch geändert werden. Das ist halt vermutlich einfach nur der Prototyp, den wir hier haben. Genau, also hier haben wir die zweite Klasse Großraumwagen und hier vorne die erste Klasse und können auch so ein bisschen in den Führerstand schon hineinlunsen, aber viel mehr ist auch nicht. Gehen wir mal zum nächsten Bild, da haben wir nämlich diese Kinderspielecke. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es sowas bisher auch nicht im Train Sim World 2, also so eine richtig ausmodellierte Kinderspielecke. Finde ich auf jeden Fall sehr cool gemacht. Hier die Bildchen sind ganz hübsch geworden, hier haben wir Dostos da. Auf den Tischen ist auch noch so ein bisschen was an Stickern drauf gepackt. Hier steht auch noch Kinderspielecke drauf. Konnte man ja auch von außen hier lesen, ne? Kinderspielecke. Und hier hinten haben wir dann die zweite Klasse. Das scheint dann wohl die erste Klasse zu sein, denke ich mal. Ja, vielleicht, vermutlich. Was ich mich direkt frage, ist, ob die Lichtschalter hier bedienbar sind. Das wäre natürlich krass. Glaube ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten, aber das wäre natürlich schon cool. Ja, so sieht hübsch aus, sehr schön aufgeräumt. Ich saß noch nie in einer 612, aber ich bin mir sicher, das sieht da ziemlich genauso aus. Hier oben die Gepäckablagen haben wir auch noch. Also ja, gehen wir mal zum nächsten Bild. Hier haben wir die Kupplung. Und das ist tatsächlich nur ein Screenshot. Dieses Video können wir nicht abspielen hier, das funktioniert nicht. Sieht aber an sich ziemlich detailliert aus. Das hier ist praktisch diese Abdeckung, die da drüber ist und hier wird dann gekuppelt. Ich kenne mich da jetzt nicht weiter mit dem technischen Zeugs dazu aus, aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut und sehr detailliert aus. Hier haben wir noch ein Bild von dem 3D-Modell mit den einzelnen Komponenten. Hier haben wir praktisch das Fenster. Das scheint wohl auf jeden Fall dann, das kann man auf jeden Fall öffnen, würde ich behaupten, denn sonst wird das Fenster hier nicht außen vor als extra Modell noch dran gepappt sein. Ebenso die Türen, die lassen sich selbstverständlich auch öffnen. Was diese beiden roten Dinger sind, weiß ich nicht genau. Die scheinen wohl irgendwie hierhin zu gehören. Überlegen wir gleich nochmal. Ne? Ja, also sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Und hier noch ein Screenshot von vorne, auch aus dem Editor heraus, nicht in-game. Und hier ist eben das Besondere, hier wird die Neigetechnik demonstriert. Ihr seht es, der Zug kann sich um bis zu 8 Grad in Kurven hineinneigen. 6, nee, 7 oder 8 Grad. Ich glaube, es sind 8 Grad tatsächlich. In Kurven hineinneigen und erlaubt es so, dass der Zug, also die Baureihe 612 Kurven um bis zu 20 km/h schneller fahren kann als seine Kollegen, die einen Zug ohne Neigetechnik haben. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und was das Interessante eben an dem Zug ist, das ist übrigens der letzte Screenshot, ne? Also was das Interessante hier an dem Zug ist, ist die Tatsache, dass Mike Goltz dran mitgearbeitet hat von Transam Germany, ne? Wir wissen ja, seine Foslo G6, die ja entweder in Kürze erscheint oder bereits erschienen ist, je nachdem, wann dieses Video jetzt hier rauskommt. Weil wenn das Video rauskommt, erscheint sie morgen. Genau. Also, der hat daran mitgearbeitet. Der war nämlich unter anderem dafür zuständig, dass die Sounds da sind. Die wurden auch komplett neu aufgenommen.
Und er ist auch für die Physik des Zuges verantwortlich, also so, dass sich das Ding auch tatsächlich wie ein richtiger Zug fahren lässt. Und es scheint wohl auch ziemlich gut geklappt zu haben, so zumindest nach seinen eigenen Aussagen. Also wenn der da mitgearbeitet hat, dann bin ich mir sicher, dieses Fahrzeug wird top. Also absolut top-notch. Da bin ich jetzt schon zu 100% von überzeugt, die 612 wird ein wahnsinnig gutes Fahrzeug werden. Und er meinte, dass es durchaus eine Challenge war, dass sich ja der komplette Zug, also dieses ganze 3D-Modell, ja neigen muss in den Kurven. Aber das scheint wohl bisher, das scheint wohl gut geklappt zu haben. Ein Screenshot aus dem Führerstand haben wir halt, wie gesagt, leider noch nicht, aber das kommt mit Sicherheit auch noch. Ihr könnt mir sagen, was haltet ihr von der Baureihe 612? Wie findet ihr hier die ersten Bilder? Werdet ihr euch Dresden-Chemnitz holen? Was für Wünsche habt ihr von der Strecke, von dem Zug? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ansonsten danke ich fürs Zusehen, für dieses kurze kleine Video. In der Videobeschreibung ist auch noch ein Link mit drin zu einem Artikel, wo die Bilder vorgestellt worden sind, zusammen mit einem Interview von Mike Goltz, beziehungsweise mit Mike Goltz und einem anderen Developer. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.